Na super. So, ja, der krasse Gegensatz zu gestern, als hier nämlich total tote Hose war, so ist hier heute der Stepping angesagt. Ja. Ja gut, gucken wir mal weiter und lassen uns mal inspirieren und überraschen. Gucken wir uns mal alles an. Ne? Also. Ja, ne? Also vom Farmers Market und Flohmarkt und was da nicht alles war in Acho zur Kupfermine. Denn in Acho wurde jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang, jahrhundertelang Kupfer abgebaut. Jahrelang, jahrzehntelang von einer Gesellschaft, richtig groß, die haben das so gemacht und jahrhundertelang, die Spanier haben irgendwann 1500 damit angefangen. Das sah natürlich dann nicht so aus wie hier. Seit den 80er Jahren ist das Ding zu und die haben dann natürlich auch eine Abwanderung erlebt hier in Acho. Über die Hälfte der Menschen, die hier wohnten und arbeiteten, sind dann natürlich weggegangen. Und dieser Ort ist heute sowas wie ein Snowbirds Paradise. Also Leute, die den Winter über ein bisschen wärmere Temperaturen haben wollen, die haben sich dann hier angesiedelt. Die Snowbirds eben. Ja. Wie heißt es? Where the winter stays, oder wie auch immer, in summer. Oder where the summer stays in winter. So ist es hier in Acho. Ja, jetzt stehen wir hier. Ist irgendwie bizarr, auch schön, aber irgendwie komisch. Ja, jetzt sind wir hier in diesem historischen Minenmuseum. Weil, wie gesagt, ne, abgebaut haben die hier schon sehr, 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 sehr lange. Der Wasserwagen. Ja, das ist ein Brunnen. Und hier, alles im spanischen Stil. Ja, die Spanier haben richtig mit dem Abbau angefangen. Und die Amis haben es dann natürlich. Ja, sehr professionell betrieben, muss man sagen. Ja, leider ist das Museum zu. Aber mit diesem Innenhof und die Gebäude erinnern uns doch sehr, sehr, sehr entspannt. Kolibri, kleine dicke Hummel. So, der kleine Trompeter. Allabendlich zum Sonnenuntergang. Ist es nicht schön? Guck mal, die Berge, wie schön die jetzt gerade sind. Ja, ist wirklich ein traumhaft schöner Campingplatz, das muss man wirklich sagen. Die Lage ist einzigartig. Sonnenaufgang dort hinten hinter den Bergen morgens und Sonnenuntergang dort hinten unter den Bergen. Da hinten Sonora-Wüste, wirklich super cool. Ja, und alles coole Leute. Ja, wir sind die coolsten sowieso, ne? Ne, alles wirklich sehr, sehr coole Leute. Alle freundlich. Top Platz. Okay.